Reishi-Pilz wirkt in 5 Phasen. 1. Scannen. 1 bis 30 Tage. Gesundheitliche Probleme sind immer auf Giftstoffe zurückzuführen und oder darauf, dass der Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ganoderma-Pilz hilft, diese zu regulieren. Wenn bei der Einnahme von Ganoderma Reaktionen auftreten, kann man den Krankheitsbereich identifizieren. Man nennt diese Reaktion den Scanning-Effekt, bei dem der schwächste Körperteil zuerst reagiert. Zum Beispiel schwache Lunge resultiert in vermehrtem Husten. Darum kann Ganoderma auch unter Umständen zu diagnostischen Zwecken verwendet werden. 2. Entgiftung und Reinigung. 1 bis 30 Wochen. Harnsäure, überschüssiges Cholesterin, Fettansammlungen, Kalziumansammlungen, schlechtes Gewebe und chemische Ansammlungen und andere Toxine werden durch Schwitzen, das Ausscheidungssystem und durch Geschwüre, Ausschläge, Sputung und Schleimabsonderungen ausgeschieden. 3. Regulierung. 1 bis 12 Monate. Das Ausbalancieren der Organe setzt ein, was eine Regulierung der Körperfunktionen zur Folge hat. Es können verstärkt Effekte in dieser Zeit beobachtet werden, die als Nebenwirkungen missverstanden werden können. Dies ist die Zeit der Heilkrise, wo sich der Körper selbst therapiert. Sollten die Reaktionen nicht tolerabel sein, kann man die Dosis reduzieren und zu einem anderen Zeitpunkt wieder erhöhen. 4. Aufbau. 6 bis 24 Monate. Neuaufbau der Körperteile, die zu Schaden gekommen sind. Stärkung des Immunsystems und der gesamten Physis, der mentalen Ausgeglichenheit und der Resistenz gegen Erkrankungen. Zufuhr von wichtigen Elementen zur Verbesserung der Körperfunktionen, wie Mineralien und Triterpenen. 5. Regenerierung. 1 bis 3 Jahre. Das ultimative Ziel bei der Einnahme von Ganoderma. Der Prozess führt zu einer Optimierung aller Körperfunktionen, was einem Verjüngungseffekt gleichkommt. Wiederherstellung einer jugendlichen Erscheinung, mentale Ausgeglichenheit und Stärke.